Liebe Azubis, heute möchte ich Ihnen etwas zum Thema Gelenke erzählen. Gelenke sind freie, bewegliche Verbindungen zwischen zwei Knochen. Sie werden auch Articulatio genannt oder Diarthrose. Es gibt unterschiedliche Arten von Gelenken und ich möchte heute hier auf den Aufbau eines echten Gelenkes eingehen. Die Gelenke sind generell gleich aufgebaut, egal wie groß oder klein ein Gelenk ist. Typisch für Gelenke ist, dass zwei Knochen aufeinandertreffen. Hier mal schematisch dargestellt das Kniegelenk. Die beiden Enden des Gelenkes passen perfekt aufeinander. Ein Gelenk darf nicht direkt aufeinander reiben, sondern hat zwischen den beiden Gelenken immer einen kleinen Spalt. In einem Gelenkspalt gibt es außerdem noch die Gelenkschmiere. Das ist wie eine zähe Flüssigkeit, so eine Art Fett, die das Ganze einfach schön geschmeidig macht. Nur die Gelenkschmiere wäre zu wenig, dass verhindert wird, dass Knochen auf Knochen reibt. Dafür gibt es zusätzlich eine Schicht, die Knorpelschicht, die oben auf beiden Gelenkenden mit drauf ist. Diese Knorpelschicht ist ganz wichtig. Wenn der Knorpel weg ist durch Unfälle oder auch entzündliche Prozesse im Körper, dann kommt es zu massiven Bewegungseinschränkungen, einfach weil dann wirklich Knochen auf Knochen reibt. Und das ist sehr schmerzhaft. Um das Gelenk herum findet sich eine ziemlich straffe Gelenkkapsel. Diese hält letztendlich alles an Ort und Stelle und packt das Gelenk nochmal schön ein, dass das nicht auseinandergehen kann. Ringsherum sind außerdem Gelenkbänder, im Kniegelenk zum Beispiel das Kreuzband oder auch die Seitenbänder. Diese machen, dass die beiden Knochen wirklich zusammenhalten. Im Kniegelenk speziell gibt es außerdem noch kleine Puffer, die wie eine Art Dreieck sind. Das sind die Menisken. Der Meniskus ist ein weiterer Knorpel im Kniegelenk, der dafür sorgt, dass das Gelenk beim Beugen und Strecken unterstützt wird. Er verringert einfach die Reibungsfläche und erfüllt so eine Art Stoßdämpferfunktion. Es gibt einen Außen- und einen Innenmeniskus, also zwei Menisken pro Knie. Und vor allem bei Fußballern oder anderen Sportlern, sowohl bei Laien als auch Profis, können diese durch eine extreme Belastung kaputt gehen. Menisken gibt es nicht in jedem Gelenk, sondern sind speziell im Knie zu finden. Das ist der grundsätzliche Aufbau eines Gelenks. Im Detail sieht jedes Gelenk ein bisschen anders aus. Die grundsätzlichen Teile sind aber gleich. Bis bald im Unterricht.